Mario hier, willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Endurance ist in der Zwischenzeit wieder ein bisschen weiter gewachsen. Ich habe euch ja vor kurzem gezeigt, wie ich den Weblein-Steg mache, wie die Weblein angeknüppert werden hinten am Besanmast. Und ihr könnt auch schon so ein bisschen sehen, es hat sich ein bisschen was verändert. Und auf die Details möchte ich gleich mal mit euch eingehen. Das heißt, ich werde mit euch mit der Kamera gleich mal ein bisschen näher gehen, um zu zeigen, was ich dann in der Zwischenzeit gemacht habe. Ja, damit ihr wieder ein Update habt. Weil in der letzten Zeit war ich öfter mal live auf Twitch unterwegs und da habe ich die Endurance weitergebaut. Wer da gern Interesse hat, in der Videobeschreibung ist der Link dazu und da könnt ihr gerne mal auch vorbeischauen. So ein Stream ist so ungefähr 14 Tage lang online und da kann man dann noch mal ein bisschen nachgucken, wenn man das Ganze möchte. Wenn nicht, dann ist das so. Ich habe mich entschieden, das Ganze zwischendurch auch ein bisschen auf Twitch zu zeigen, um eben eine weitere Plattform zu nutzen, um neue Leute für den Modellbau zu interessieren, um neue Modellbauinteressierte zu akquirieren. Und es ist mir auch gelungen, das sind auch ein paar dabei, die Facebook, YouTube und so da noch nicht so bewandert oder nicht unterwegs waren, um Modellbau zu gucken. Das ist dann jetzt dort der Fall. Jedenfalls macht das immer ganz Spaß. Wir sind so eine kleine illustre Runde. Da kann man auch den Chat nicht aus den Augen verlieren und ja, macht Spaß. Das dazu, das soll es, genau das soll es ja auch so sein. Ich will mich jetzt nicht entschuldigen, warum ich das Ganze bei Twitch mache und nicht bei YouTube. Das ist eben so, manchmal mache ich natürlich auch was bei YouTube, aber das ist da, ein paar Sachen sind da ein bisschen einfacher, obwohl ich mir da ein bisschen auch noch einfuchsen muss, um das Ganze da ein bisschen zu ändern. Aber wie gesagt, das Hauptding ist eben, neue Leute kennenzulernen, die eben auch mit Modellbau zu tun haben. Ich werde nachher gleich, da fällt mir gerade ein, siehst du, ich muss nochmal ans Bücherregal, werde da nochmal was raussuchen. Ich habe nämlich letztens ein Buch gelesen, da ging es auch teilweise um die Endurance und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Gut, ich würde sagen, ihr kommt mal ran. Oder ich nehme euch gleich mal mit und wir fliegen ein bisschen über die Endurance. Hier ist auch noch Benzellose. Das werde ich gleich noch mal ein bisschen abschneiden. So weit, wie ich gestern gekommen bin, als der Stream vorbei war, war der Kleber noch nicht ganz trocken. Deswegen ist da auch noch nicht alles ab. Ja, ich hoffe, euch interessiert das so ein bisschen, dass wie die Endurance gewachsen ist. Und ja, wie gesagt, ich versuche dieses Jahr noch so weit wie möglich damit zu kommen. Und noch hat mit mir keiner richtig vernünftig gewettet, ob ich das noch schaffe oder nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, ich würde sagen, ab dafür, der Freiflug kommt, wir legen los. So, nun fliegen wir mal ran zu Endurance. Und hier sind ja die Weblein, die ich mit euch letztens geknüppert habe. Und ihr seht, das untere Segel ist angeknüppert, hier mit diesen Ösen. Die Ösen sind normal Messingösen. Die habe ich, jetzt habe ich das Wort vergessen, aber suche ich gleich nochmal das Wort, geschwärzt. Und dafür habe ich mir extra so ein Zeugs gekauft. Und ich denke mal, das ist auch ganz gut gelungen. Das Segel wird hier oben dann angenäht. Das will ich auch irgendwann nochmal zeigen, wenn es dann hier vorne am Fockmast geht, wenn die Rahsegel angeschlagen werden. So, das obere Segel ist dann auch schon dran und sprich, der Besanmast ist dann quasi jetzt fertig. Hier auch mit einem Stag versehen, um dann ja auch in Längsrichtung den Mast auf Position zu halten. Ja, in Querrichtung halten die Wanden den Mast und in Längsrichtung dann die Stagen. Wir kommen zum Hauptmast. Ja, auch der ist schon, man kann ihn zwar noch ein bisschen drehen, auch der ist jetzt auf Position. Die ersten drei Wanden sind dran. Ich habe auch schon den
die erste Webleine angeknabbert. Also, und ja, hier geht es dann mit dem vierten Wand bald weiter. Die gehen dann hier bis zur ersten Maßplattform. Die äußeren beiden Wanden oder die hintersten beiden, die gehen dann jeweils immer noch ein Stückchen höher. Ja, das Segel hier ist auch schon einmal angeschlagen, aber hängt nur so lose drinne. Also rausnehmen kann ich es natürlich nicht wegen den Ösen, aber hängt hier schon so drinne. Und keine Angst, hier ist ja ein Schornstein. Das Segel, wenn gesegelt wurde, lief die Maschine natürlich nicht. Und jetzt könnte man das Segel so darstellen oder eben hier dann nachher gerefft. Das weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze dann mache. Also ihr seht, es geht frisch weiter an der Endurance. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Fortschritten auch wieder dabei. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch was Besonderes irgendwie genau sehen wollt, wie ich was antüdel, anknüpper, anknote und so weiter und so fort. Ja, das war dann der kleine Freiflug an die Endurance und hat schon ein wenig Gesicht, wenn man das so will, ne? So, jetzt möchte ich euch natürlich noch von einem blinden Passagier erzählen. Ist aus dem Buch Kapitäne, aus dem Ankerherz Verlag. Also Bücher vom Ankerherz Verlag kann ich empfehlen, wer sich für Seefahrt und so weiter und so fort, für Geschichten, für Seemannsgarn und so weiter interessiert. Da schreiben alte Kapitäne Anekdoten auf alte Seefahrer und so weiter und so fort. Und hier in diesem einen Artikel oder in dem einen Kapitel geht es um der blinde Passagier. Wird natürlich allgemein gehalten, was mit Passagieren, mit blinden Passagieren passiert, wenn man die erwischt und so weiter und so fort. Aber mir ging es darum, weil hier geht es um die Endurance. Und zwar, ich lese mal einen kleinen Absatz vor. Berühmtester blinder Passagier der Geschichte ist zweifellos Piers Blackborough. Ein junger walisischer Matrose, der sich in Buenos Aires an Bord der Endurance schlich. Er war wegen seiner Unerfahrenheit für diese Reise abgelehnt worden, wollte aber unbedingt an der Antarktis-Expedition Ernest Shackletowns teilnehmen. Als das Schiff im Packeis zerstört wurde, kämpfte er mit der Besatzung zwei Winter lang ums Überleben unter erbärmlichen Umständen. Also ihr seht, der berühmteste blinde Passagier war Piers Blackborough, also ne, nicht Black Sparrow, Jack Sparrow. Oh Gott, wie komme ich da denn jetzt drauf? Und ihr seht, ne, da wollte jemand an dieser ganz schlimmen Expedition teilnehmen, wo man von vornherein wusste, dass man Entbehrungen auf sich nehmen musste, viel Kälte abkönnen musste. Und siehe da, wir wissen ja alle, über 500 Tage haben sie gebraucht, eben von der zerstörten Endurance loszugehen, um dann ja, gerettet zu werden. Und es haben alle überlebt, auch dieser Piers, dieser berühmte blinde Passagier. Nur eben, ja, die Hunde halt nicht. Die haben nicht überlebt. Gut, das dazu, wie gesagt, das hatte ich seinerzeit mir im Urlaub durchgelesen. Das hat mein Sohn mir geschenkt, dieses schöne Buch. Und das habe ich mir dann durchgelesen und das kam dann da dran vor. Und dann kam natürlich gleich, Mensch, die Endurance, die gibt es doch als Bausatz und so weiter und so fort. Und so kam das alles dann ins Rollen. Oder ich habe sie ja schon angefangen zu bauen. Und siehst du wohl, auch diese Schiffe kommen dann in Büchern vor und das ist eben das Interessante, deswegen mag ich das auch so gerne, Schiffe zu bauen, die ja eine Geschichte haben, wo man auch etwas darüber erzählen kann und lernen kann, was dann alles so passiert ist. Das kriegt man ja im Normalfall alles gar nicht mit. Gut, das soll es heute dazu gewesen sein, zum Update der Endurance. Es ist natürlich noch eine Menge zu tun. Wenn wir dann mal schauen, wie das Schiff hier nachher
am Ende fertig aussehen soll. Natürlich, ich habe noch kein Beiboot angefangen. Das wird auch eine Zeit dauern. Also ne, hier könnt ihr mal schon ungefähr sehen, so wird das Ganze dann nachher fertig aussehen. Wie gesagt, 4 Beiboote sind dort noch zu machen und so weiter und so fort. Und die Flagge, nicht Fahne sagen, beim Schiff heißt das Flagge. Dann haben wir hier noch die Davids, die Beiboot-Davids. Also da ist noch, hier ist noch eine Menge zu tun. Guck mal, die Ankerstöcke sind schon dran, aber die Anker sind hier noch lose. Also wir werden noch eine Weile Spaß daran haben. Und dieses Jahr das zu schaffen, also ich wage es zu bezweifeln. Ich gebe mir Mühe, aber ja, er hat sich immer viel Mühe gegeben. Aber das wird, ja, ich hoffe, dass ich so weit wie möglich komme, weil über kurz oder lang, nächste Woche, denke ich mal, steht ein neues Projekt in den Startlöchern. Das, was ich mit euch zusammen machen möchte. Also immer so ein kleines Update vorab. Die Titanic von Okre wird ja kommen. Einige von euch, soweit wie ich weiß, haben sich die schon bestellt. Und ich werde hoffentlich am Dienstag oder Mittwoch das Paket bekommen, werde dann ein Unboxing machen. Und am Wochenende lade ich euch dann dazu ein, ich weiß noch nicht, ob Freitag oder Samstag, ich denke mal eher Samstag, dass wir live dann mit der Titanic beginnen werden, die zu bauen. Nur mal so ganz nebenbei, ein Teppichmesser, Cuttermesser, wäre nicht schlecht, wenn ihr sowas in der Art hättet. Geht natürlich auch ein Bastelmesser, um die Teile nachher zu trennen. Ich weiß natürlich noch nicht, wie dies genau aussieht. Das ist erstmal wichtig. Dann ja, Sandpapier, Schleifpapier in irgendwelchen Formen. Ich habe jetzt hier so eine kleine Schleifmaus. Ihr könnt euch auch behelfen mit Schleifpapier. Bloß nicht zu grob. Ich sag mal, 120er sollte eigentlich erstmal für den Anfang genügen. 100er geht auch. 80er ist ein bisschen zu grobkörnig, um die Kanten ein bisschen anzuschleifen. Dann wäre gut, wenn man eine kleine Feile hätte. Ich neige dazu, gerne Diamantfeilen zu nehmen, weil die nicht vollrotzen. Vollrotzen meine ich mit Holz. Das setzt sich dann nicht zu. Normale Feilen setzen sich immer gern zu und eine Raspel ist ungeeignet für die Teile nachher. Dann natürlich ganz wichtig, ihr braucht Kleber, ne? Holzleim, geht natürlich auch andere. Ich kann ja noch mal was herholen. Da steht gerade eine Neuerwerbung drin. Zeige ich euch gleich mal. Aber vielleicht solltet ihr euch schon mal Gedanken machen um eine Bauhelling. Da müsst ihr kleine Winkel für haben. Die gibt es im Baumarkt und eine schöne feste Holzplatte. Oh, muss ich mal die Kamera ein bisschen fester machen, damit ihr das hier sehen könnt. Ihr seht, hier steht schon wieder ein Schiffchen drauf. Ja, ich habe heute eine angefangene Gorch Fock bekommen. Ihr wisst ja alle, meine Gorch Fock ist weg. Und ja, da war ich so traurig drüber, dass ich, ja, ich habe wieder eine. Facebook sei Dank. Aber mir geht es halt darum, um euch das zu zeigen. Dann packen wir mal das Gerippe weg. Um euch das zu zeigen, ja, hier so eine Platte, Multiplex geht, oder hier so eine MDF-Platte ist das, glaube ich, die nicht verbiegen. Dann eine Mittellinie aufziehen, dann wie breit das nachher sein wird, 4 mm, 5 mm. Dann gibt es diese kleinen Winkel, ne, 30 x 30, 40 x 40, die gibt es auch im Baumarkt im 10er-Pack. Holt ihr euch 2 Pakete von, also braucht ihr nicht so viel Geld für ausgeben. So eine Platte kriegt man auch für 2, 3, 5 Euro. Mittellinie aufzeichnen, Löcher bohren und damit ihr nachher auch eine Helling habt. Ich werde das natürlich beim Unboxing oder so auch nochmal genau vorstellen. Aber falls einer sich schon solche Sachen vorbereiten möchte, der sowas noch nicht hat, also immer nur zu, ruhig sowas besorgen, damit die Titanic oder andere Schiffchen gerade bleiben. Ich nutze sowas von der Sache immer. Und ja, wie gesagt, Feuer frei, besorgt euch sowas, damit ihr nachher keinen Ärger habt, dass das Schiffchen keine Banane wird. So, hier muss ich natürlich jetzt erstmal gucken, dass ich das wieder in den
richtigen Bahnen gelenkt kriege, dass ich das hier ordentlich wieder reinstecken kann. Gut, weil das, die Gurk Fock hat in einer Scheune gestanden, die war leicht feucht. Siehst du, ich sehe schon, einiges ist gar nicht festgeklebt. Der eine spannt, ich hoffe, der ist nicht fest. Doch, die sind alle nicht richtig drin. Ja, mal gucken, dass ich das noch wieder gelöst kriege. Ich hoffe, er hat keinen wasserfesten Leim benutzt. Und die wird es irgendwann, nicht dieses Jahr, wird es nur auf Twitch geben. Vielleicht mache ich dann ab und zu mal ein Update. Auf Facebook könnt ihr natürlich auch dann Bilder später sehen, aber die Gurk Fock wird es dann irgendwann nur auf Twitch geben. Habe ich mir mal so vorgenommen. Gut, wie auch immer, ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen zur Gurk Fock. Nein, zur Endurance. Ah. Der Mario hat so viel, kommt schon durcheinander, hat auch schon einer geschrieben. Respekt bei diesen vielen Modellen, die du hast, dass du da noch durchsiehst. Ja klar sieht man da durch, weil man sieht ja, welche Kartons noch nicht verbaut worden sind. Dann sieht man doch durch. Gut, alles klar. Ihr habt ein bisschen Update der Endurance gesehen. Das geht auch da relativ ewig flott weiter. Ihr habt von dem berühmten blinden Passagier gehört, von Piers Black, naja, so ähnlich. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Naja, wenn ihr nochmal zurückspult, könnt ihr den Namen euch nochmal zu Gemüte führen. Dass der berühmteste blinde Passagier eben auf der Endurance angeheuert hat, ne? Hat sich halt versteckt. In Argentinien ist er zugestiegen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, dass es von der Endurance Neuigkeiten gibt, schaut gerne wieder rein, schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Und das tut nicht weh. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin neugierig. Passt auf euch auf. Ganz wichtig, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kickt mal wieder in.